12 Minuten vom Zentrum von Bad Ragaz zum alten Bad Pfäfersufen. Bis zum 6. Oktober gibt es jeden Tag bis zu 4 Extrafahrten in dieser imposanten Schlucht hinein. Bis man eben eintauchen kann in die Geschichte von Anno Domini von 1535, in die Geschichte von Paracelsus, dem ersten Badearzt im Bad Pfäfers. Das Geheimnis vom Taminenwasser fasziniert bis heute. Leiter Ragaz regt zum Nachdenken an mit Wassergeister, Erdgeister, Feuergeister und Luftgeister an die steile Wände dieser imposanten Schlucht herprojiziert. Imposant aber auch der Rundgang mit der Larissa Marti von Live Ragaz. Live Leiter Ragaz, genau so eben wie es ist. Bilder, Musik, das Rauschen der Tamina und eben die Larissa, die uns einen kurzen Einblick gegeben hat. Also die Idee von dem ist, dass man Teil wird von dem schönen Schattenspiel da. Und das machen wir, damit Gäste ein bisschen interagieren mit den Projektionen. Und es sieht wirklich auch wunderschön aus. Gell? Es kommt zuerst zu einem langen Gang durch, dann begrüßt sie das Bild. Und dann weisst du zuerst wahrscheinlich gar nicht so recht, was du machen sollst. Wenn die ersten Leute dann durchlaufen, dann merkst du auf einmal, oh, da ist Interaktion, die da möglich ist. Genau, also es soll ein bisschen ein Überraschungseffekt sein. Wir verraten einmal nicht zu viel, wenn die Leute ankommen. Sie sollen wirklich selber ausprobieren. Und man sieht, es ist recht selbsterklärend. Also das Schattenspiel kennt ja jeder. Ja gut, wir lassen die Musik einfach mal auf uns wirken. Es ist jetzt natürlich relativ dunkel, gell? Wir haben da eine ganz kleine Kamera dabei. Und da laufen wir nachher dann vorne. Nimm ich an, oder? Genau, man läuft da dann durch das gesamte Kellergewölbe vom alten Bad Pfäfers. Es ist ein historisches Gebäude, wo auch Führungen zum Beispiel stattfinden, die man buchen kann, dass man ein bisschen mehr noch erfährt über die Geschichte. Die Gestaltung des Gangs haben wir jetzt dieses Jahr neu gemacht. Also der Teil, wo wir jetzt gerade durchgelaufen sind mit dem Schattenspiel, der ist wirklich ganz neu dieses Jahr. Und auch neu ist dann am Ende des Gangs das Gästebuch. Das haben wir jetzt auch dieses Jahr neu installiert. Jetzt hört man hier ein kleines Rauschen. Und was hat das? Das sind die alten Wannenbäder hier unten. Und man hört das Rauschen von Tamina natürlich. Das ist jetzt noch relativ laut. Aha, das relativ viel Wasser hatte. Genau. Das ist auch ein Teil des alten Bad Pfäfers, wo die Leute während dem Tag natürlich dann vor allem besuchen. Auch ganz eine einfache Bank mit Leuchtmitteln wirkt da wirklich sehr, sehr schön. Hinten eine Lampe, da sehen Sie drauf, dort drin steht, WC. Also auch die ganz profanen Sachen hier natürlich eben, ja, finden hier auch Platz. Ein wunderschönes Gewölbe, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, vorher, wo wir reingegangen sind, hat sich auf einmal der Ton sich verändert. Das ist natürlich alles, gell? Larissa, das ist alles eigentlich so, wie es war. Das haben wir einfach so genutzt. Genau. Und haben es, ja. Man sieht ja, es ist schon schön so, wie es ist. Das Gebäude ist wahnsinnig schön und das wollen wir eigentlich nur nutzen und noch ein bisschen verschönern mit Licht, mit Musik, damit die Leute ein bisschen eintauchen in diese Welt. Ja, und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, um es wirklich erleben und erfahren, ja, müsst ihr wirklich halt selber herkommen. Aber wir zeigen euch so einen kurzen Ausschnitt von dem Rundgang, aber natürlich nicht vergleichbar mit dem Erlebnis, das ihr habt, das ihr selber herkommt. Das ist jetzt eine Schlucht. Genau, das ist die Minenschlucht, wo wir jetzt einen Rundgang machen. Der geht ungefähr 35 Minuten. Und wir gehen jetzt hier durch einen Teil durch den Stollen, sagen wir dem, wo die Leitungen verlegt sind, wo das Thermalwasser nach Bad Ragaz gebracht wird. Der ist sonst natürlich nicht zugänglich für die Öffentlichkeit. Der ist wirklich extra für Leiter Ragaz inszeniert worden. Machst du auch Führungen oder laufst du es auch mit uns mit? Nein, wir machen auch Führungen. Und die bieten wir natürlich vor allem für Gruppen an, die das gerne möchten nutzen. Aber wir haben jetzt im Juni, also morgen, nächsten Donnerstag und am 4. Juli noch öffentliche Führungen, wo man als Einzelperson auch da raufkommen kann, wo man eben ein bisschen Hintergrundinformationen weitergeben kann. Und jetzt geht's rein, hä? Jetzt gehen wir rein in den Stollen, genau. Du, Larissa, ist das alles vollautomatisch? Ja, genau. Also das ist alles automatisiert. Die Installationen stellen immer am Abend um die gleiche Zeit pünktlich ein. Und dann zu der Zeit, wo wir die letzten Besucher drin haben, sobald die draußen sind, stellt das auch automatisch wieder ab.
Selbstverständlich sind wir aber immer mit dem Techniker in Kontakt. Also wenn irgendetwas nicht läuft, ist er für uns erreichbar, damit wir Probleme beheben können. Ich nehme an, du verstehst schon einiges von Technik. Oh, Moment mal schnell, nebenbei hättest du da natürlich noch dies und jenes, was man mitnehmen kann. An expertise. Wow, schau mal die schönen Kerzen. An alchemist Paracelsus catapulted the mineral well. Ist es auf verschiedene Sprachen? Ja, wir haben deutsche und englische Versionen. Ist aber vor allem für den ersten Teil vom Rundgang, wo wir eigentlich die ganze Geschichte erzählen und dem Gast mitgeben. Und dann haben wir natürlich auch für die internationalen Gäste noch auf Englisch programmiert. Und die Projektion tut von selber eigentlich danach wechseln. Jetzt haben wir den englischen Teil gehört, jetzt wechselt es dann gerade auf Deutsch. Okay. Ja, und eben nochmal, liebe Leute, aber zu sagen, wenn es unter Umständen der Frau einfach so ein bisschen gewackelt ist oder Clarisse ein bisschen im Dunkeln ist, wir möchten euch ja wirklich den Eindruck vermitteln, was in der Realität so gibt. Und das ist so. Was ist denn das überhaupt? Das ist einfach der Stollen, die Herleitung vom Thermalwasser, oder? Ja, genau. Das ist der Stollen. Und auf der linken Seite, wenn man es sieht, das sind die Rohre, die vor allem früher sind, die noch in Betrieb waren. Und wir haben eigentlich den Teil, der sonst jetzt für die Öffentlichkeit nicht genutzt wird, haben wir uns zu Nutzen gemacht, damit wir da auch einen Rundgang haben. Anbieten, sonst hätten wir natürlich nur den vorderen Teil von der grossen Schlucht und dann würden sich die Leute immer in Querung kommen. Das ist der Grund, warum man das integriert hat. Und was auch wirklich sehr gut ist, im Original, man hört wirklich auch den Ton in der See sehr gut. Und es hat immer wieder interessante Effekte, auch da das Ruhr natürlich. Ich sage es nochmal, natürlich ist es vergleichbar mit dem, was man im Original selber hören könnte. Das ist sicher etwas ganz anderes. Die Technik, gell, die interessiert dich auch? Technik ist spannend, ja. Ist natürlich nicht ganz so einfach zu verstehen. Aber wir sind uns da stetig am Reinleben und lernen natürlich jedes Jahr wieder Neues dazu, was es da alles braucht, damit man so eine Show da kann programmieren, zeigen und die Leute mit dem kann begeistern kann. Und wir haben natürlich jetzt seit dem ersten Jahr extrem viel dazugelernt, dass auch unsere Techniker, die da viele Wochen im Einsatz sind, wenn sie da alles installieren. Und wir können wirklich da das Feinste zeigen von der Technologie, was die Lichtkunst bietet. Und wir sind auch sehr bestrebt, dass wir uns natürlich immer wieder weiterentwickeln können. Aha. Gibt es ein Lieblingssubjekt oder Sujet, das du jetzt hast? Oder hast du da etwas einbringen können jetzt auf dieses Jahr hin? Ja, wir können natürlich sehr viel einbringen. Also die ganzen Inhalte der Geschichte, die kommen von uns, von Leiter Ragaz, die wir dann in Zusammenarbeit mit dem Künstlerkollektiv Projektil aus Zürich das entwickeln, wo wir sagen, ja, das möchten wir den Gästen gerne mitbringen. Das ist der Teil der Geschichte, die wir vermitteln wollen. Und da sind wir natürlich sehr stark im Prozess involviert. Die ganze Umsetzung, dann die technische, die ist wirklich weit weg von uns. Also da braucht es Spezialisten, die das machen. Die sind während 3 Monaten nur für Leiter Ragaz im Einsatz und zeichnen das am Computer, die 3D-Animationen. Man muss noch lachen. Du lachst jetzt auch. Du bist mal rot, mal blau, mal grün, mal hell, mal dunkel. Ja, das ist jetzt live Bad Ragaz. Genau. Und das Jahr ist halt alles so ein bisschen im Goldschimmer, weil wir das Thema Gold Rush haben. Genau. Das Thema ist wirklich gegeben, weil der Quellenhof geht in diesem Jahr, also in diesem Sommer, geht der neu auf. Der ist frisch renoviert worden. Und sie haben eigentlich das Thema der goldene Fluss ihre Marketingkommunikation integriert und wir haben gefunden, ja, wenn der goldige Fluss schon in Bad Ragaz ist, wo sollte er dann entspringen, wenn nicht in der Tamina-Schlucht? Dann haben wir uns das gerade zu Nutzen gemacht und sind auch im engen Austausch mit der Granessor Bad Ragaz und haben eigentlich die Geschichte jetzt um das mystische Aquaurum, also dem goldenen Wasser, entwickelt und tun die jetzt dem Gast auf dem Rundgang weitergeben. Du, mir scheint, Larissa, du bist richtig angefressen. Ich bin mega angefressen, ja. Ich finde es mega lässig. Ich finde, es ist etwas Einzigartiges. Allein schon wegen dieser unglaublichen Naturkulisse. Das hat man nicht zweimal in der Schweiz. Und wir reden auch immer von der weltweit grössten natürlichen Leinwand. Und wir sehen es nachher, wenn wir mit Schlucht rauskommen. Die sind wirklich gewaltig.
Und ja, darum brenne ich auch für Leitragaz. Ja, das merkt man. Du hast Tourismus gemacht, du bist ja jung, also meinst du, machst schon mal so etwas richtig 3D oder damit selber da auch könntest du so etwas ja, mitzeichnen? Ja, also interessieren tue ich mich sehr für Technik. Ich tue mich sehr gerne einbringen, ich lerne auch gerne Neues dazu. Und wieso nicht? Vielleicht können wir irgendwann die Projektionen selber entwickeln und zeichnen am Computer. Und jetzt sind wir auf dem Weg, gell, zu dem, was du ja gesagt hast. Also, der Stollen ist dort hinten, da sehen wir wahrscheinlich dann ziemlich fertig und dann können wir... Richtig, und dann kommen wir in den Pumpraum. Wie heisst das? In den Pumpraum. Hoi. Dort ist die ganze Technik untergebracht. Die läuft jetzt aber nicht, weil es relativ laut wird. Ja. Und dort haben wir auch eine Installation, da können wir jetzt ins Laboratorium von Paracelsus, dem Alchemist, der das magische Quellwasser entdeckt hat. Und dort zeigen wir eigentlich den Leuten, wie sich jetzt das Wasser unter ganz mysteriösesten Anordnungen der Sterne verwandelt hat und dass jetzt alles goldig ist. Das ist so ein bisschen der Abschluss der Geschichte, bevor man dann eigentlich selber sieht, was der Paracelsus gesehen hat. Also ich bin jetzt noch gar nie mit einer Kamera ohne Steady so lange hinter jemandem hergelaufen. Aber es ist unglaublich interessant. Also du machst natürlich gar alles mit, was ich da mit diesen Bildern ist natürlich so, ohne natürlich Steady nicht einkriegen. Eben, einfach die Geschichte von Paracelsus, weißt du, da hast du eigentlich gesagt, hätte ihr geschrieben, hast du das auch recherchiert? Also wir tun uns auf historische Gegebenheiten und Fakten beruhen. Das ist so, der Paracelsus hat das Quellwasser entdeckt und er hat auch von diesen Elementargeistern geredet, die er gesehen hat, weil halt das Wasser eben so eine magische Wirkung hat auf den Körper des Menschen. Und das tun wir natürlich schon weitergeben, aber wir vergleichen es einmal mit dem Film Titanic. Hoi. Weil dort haben wir auch noch recht viel drumherum gebastelt, um die wahre Geschichte, und das machen wir hier auch. Ja. Wir haben natürlich noch ein bisschen dazu gedichtet. Oh, Pink! Pink! Weißt du? Im ganzen Bergwerk hat es geheißen, ja, kein Pink. Und ich habe gesagt, warum nicht Pink? Unglaublich, wird also das wunderschön, gerne, oder? Also da sind wir jetzt im Pumpraum. Das ist das Laboratorium von Paracelsus. Und da ist wieder Ende dieser ganzen Geschichte, wo wir eigentlich die ganze Verwandlung noch mal thematisieren, bevor man dann in den Quellraum kommt, wo man in Berührung kommt mit dem magischen Quellwasser, damit man nachher auch wieder in der Lage ist, das Gleiche zu sehen wie der Paracelsus, diesen grossen Felswänden in der Schlucht. It is of incredible purity. Also das hat auch eine Temperatur von 36,5 Grad. So entspringt das magische Wasser der Quelle da hinein. Und man weiß bis heute eigentlich nicht so genau, von wo das wirklich kommt. Also es kann sein, dass es plötzlich nicht mehr so sprudelt wie jetzt. Und die Leute sollen das berühren, damit sie das Gleiche sehen, wie der Paracelsus gesehen hat und die magischen Wesen auf diesen Felswänden können bestaunen. Thank you.
Was ist das da? Das interaktive Steigsicht. Da kann man mit dem Mikrofon reden und die Projektion spricht einen nach. Hallo! Thank you.
sind wir los. Da vorne sind wir los. Ah. Ja. Ja, und das war es. Der kurze Einblick, natürlich habt ihr lange nicht alles gesehen. Und natürlich habt ihr es nie so gesehen, wie ihr es gesehen habt, wenn ihr selber aufgehängt. Ihr verpasst etwas, wenn ihr nicht hergeht. Bis zum 6. Oktober, jeden Tag noch 4 Fahrten vom Zentrum direkt rein in das Schauspiel Leit Ragazzi.